Von einem sogenannten Doppelten-Ripperger ist schon länger die Rede, wenn es um das neue Intendantenduo im Zimmertheater Tübingen geht. Das Ehepaar Dieter und P. Ripperger teilen sich die Intendanz für die Spielzeit 2018-19 und bringen so frischen Wind in die neu renovierten Räume des Zimmertheaters. It's our future, stupid. Dieses Statement ziert nicht nur die neuen Flyer und Plakate des Zimmertheaters Tübingen, es spiegelt auch die neue Herangehensweise des neuen Intendantenduos. Denn das Ehepaar, bestehend aus Dieter und Per Rippberger, bringt viel Neues in das Tübinger Traditionstheater. Der Theatermacher-Nachwuchs ist angekommen, nun auch im Tübinger Zimmertheater bzw. dem Institut für Theatrale Zukunftsforschung, kurz ITZ, wie es jetzt auch heißt. Doch was bedeutet dieser Wandel für das Zimmertheater? Es verschwindet nicht, aber es kommt was Neues. Also das ITZ, das Sie hier hinter mir sehen, ist eine sehr ernst gemeinte inhaltliche und programmatische Setzung. Ich finde, der gesellschaftliche Wind wird rau in letzter Zeit. Die Räume für Künstler werden enger, wenn man Europa betrachtet. Das kann aber auch in Deutschland schneller passieren, als uns lieb ist. Und insofern ist das ITZ, das Institut für Theatrale Zukunftsforschung, auch ein Statement in diese Richtung zu sagen. Kunst ist frei, und wir dürfen uns was trauen und sollten das auch. Auch wenn sich der ein oder andere Stammzuschauer vielleicht über das neue Logo seines Theaters wundert, das Zimmertheater ist keinesfalls eine universitäre Einrichtung oder Fakultät geworden. Es ist nach wie vor ein Ensembletheater mit regelmäßigem Spielbetrieb. Allerdings ist die Zusammenarbeit mit der Universität eng geworden. Es ist tatsächlich gelungen, hinzubekommen, dass wenn Studierende an unseren Theaterangeboten regelmäßig teilnehmen, dass sie dafür ECTS-Punkte erwerben. Das finde ich einen ganz pfiffigen Weg und der stößt auch jetzt schon auf gute Resonanz. Da sind wir gespannt, wie sich das dann sozusagen realisiert. Das ITZ bietet daher auch jeden Mittwochabend sogenannte Sitzungen an, zu der Interessierte sowie Studentinnen und Studenten herzlich eingeladen sind, sich über Themen im Spielplan oder Zukünftiges auszutauschen. Während sich Dieter Rippberger dabei um die Geschäftsführung und das Marketing kümmert, übernimmt Per Rippberger vor allem die künstlerische Leitung. Der Spielplan beinhaltet 6 neue Stücke, die sich zeitgenössischen und gesellschaftlichen Themen widmen, so wie zum Beispiel im Stück Cowboys. Als nächstes haben wir die Frage nach dem heutigen Politikertypus und inwieweit dieser Politikertypus inspiriert ist vom archetypischen Bild des Cowboys. Also der Cowboy als Lonesome Rider, der die Steppe mit seinem Pferd durchquert, und ist das Pferd nicht heutzutage gegen den Bürostuhl ausgetauscht und der Revolver vielleicht durch Twitter-Salven? Die Stücke werden von dem neuen fünfköpfigen Ensemble getragen, das aus 3 Frauen und 2 Männern besteht. Seit rund 3 Wochen laufen die Proben bereits, wegen noch andauernden Renovierungsarbeiten, aber nicht immer vor Ort. Am 20. Oktober feiert das Zimmertheater dann mit dem Stück Der bleierne Lauf der Geschichte ist ein Arschloch, Aufbruch nach Utopia, ihre Premiere.